Guten Abend. Guten Abend zusammen. Und ich bin wirklich froh, vor so vielen Menschen zu sprechen heute Abend. Mein Name ist Sabine Buder und ich spreche für die Omas gegen Rechts Reutlingen, aber ich vermute auch für die anderen Omas gegen Rechts. Seit 2 Jahren gehen die Omas gegen Rechts in ganz Deutschland auf die Straßen. Übrigens auch in Österreich, wo der Ursprung der Omas gegen Rechts liegt. Wir gehen auf die Straßen, weil wir in großer Sorge um die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder sind und weil wir in sehr großer Sorge um die Zukunft unserer Mitbürger mit Migrationshintergrund sind. Wir sind entsetzt darüber, wie sehr sich Rassismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Frauenfeindlichkeit und Homophobie ausbreiten. Wir sind entsetzt über die Sprache des Hasses in unserem Land, der Sprache, die auch unnötig Angst schürt, nicht nur in den anonymen Netzwerken, sondern auch in unseren Parlamenten. Wir sind entsetzt über die Gewalt, die auf diese Sprache folgt, den schrecklichen, unfassbaren und unendlich traurigen Beweis dafür, was diese Sprache mit ihren einfachen, eingängigen und aggressiven Parolen anrichten kann, haben wir vorgestern in Hanau erlebt, als dieser gestörte, verängstigte, verblendete Mensch 10 rassistisch motivierte Morde beging. Wir hatten gehofft, Nationalismus und Egoismus der Länder seien überwunden. Wir hatten gehofft, das Gehabe deutscher Herrenmenschen sei überwunden. Und entsetzt beobachten wir nun den Aufstieg von Rechtspopulisten und Neonazis. Bitte halten Sie lauter! Vergessen wir nicht, auch 1933 kamen die Nationalsozialisten auf demokratischen Wegen an die Macht. Auch damals sagten viele, so schlimm werde es nicht kommen. Heute aber wissen wir, was kam. Es kam schlimmer, als die meisten damals sich vorstellen konnten. Deshalb wollen, ja müssen wir uns diesen feindseligen und gefährlichen Tendenzen mit Nachdruck entgegenstellen. Wir, die Generation der Kriegs- und Nachkriegskinder, haben die emotionalen Schädigungen unserer zum Teil schwerst traumatisierten Eltern zu spüren bekommen. Wir wissen, ihr alle wisst, dass der Ursprung dieser Traumata in den Haltungen und Denkweisen Nazi-Deutschlands zu finden ist und in dem daraus resultierenden Krieg. Aber wie glücklich können wir sein, dass wir bis jetzt im Unterschied zu den Generationen vor uns in einem friedlichen und demokratischen Land leben können und das schon seit über 70 Jahren. Wir wissen, was es bedeutet, ohne Angst vor Verhaftungen und Erschießungen aus dem Haus gehen zu können. Wir wissen, was es bedeutet, nahezu uneingeschränkt Zugang zu Wasser, Bildung und medizinischer Versorgung zu haben. Und genau dies wünschen wir auch für die ganze Generation unserer Enkelinnen und Enkel, dass sie eine Zukunft in Frieden haben, dass sie in einem demokratischen Land leben, in dem die Würde aller Menschen geachtet wird, dass sie in einem Land leben, in dem die gleichen Rechte für alle gelten, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Hautfarbe. Dass sie in einem Land leben, in dem die Menschenrechte eingehalten werden und dass sie auf einem gesunden Planeten leben. Dafür setzen wir Omas gegen Rechts uns ein.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Uns wurde jetzt aus verschiedenen Richtungen mitgeteilt, dass es Schwierigkeiten gibt, dass man